Zur Zielgruppe heute gehören Anrainer, aber auch ehrenamtliche Helfer. Sie erleben ein neues Konzept. Die Flüchtlinge sind in Wohngruppen aufgeteilt, die jeweils über eine eigene Küche verfügen. Selbstversorgung ist angesagt, gekocht wird also nicht nur heute für die Besucher. Belegt ist das Quartier derzeit mit 130 Bewohnern, die früheren Firmenhallen haben aber die doppelte Kapazität. Was ist Ihr Eindruck von dem Quartier bisher? Denn die Sorgen waren ja groß unter den Anrainern. Also mein Eindruck ist total gut. Ich finde es einfach gut organisiert, sehr gute Stimmung und eine ganz friedliche Atmosphäre. Was die Betreuer am meisten gefürchtet hatten, das waren Konflikte unter den Volksgruppen im Quartier. Volksgruppen, die in der Heimat oft verfeindet sind. Wir gehen mit jedem neu einziehenden Bewohner eine umfassende Hausordnung durch. Und da steht auch drinnen, wie das Zusammenleben hier im Quartier geregelt ist. Beispielsweise ist es eine absolute Vorgabe, dass Konflikte gewaltlos ausgetragen werden. Ohne die 100 Freiwilligen würde auch bei diesem Projekt freilich nichts gehen. Sie widmen sich zum Beispiel dem Deutschunterricht. Nichts hilft der Verständigung mehr.